guten Morgen, schön, dass Sie schon dabei sind. Es ist kurz vor 6 Uhr am Mittwochmorgen. Hier ist HDF, Ihr Lokalfernsehen, mit einer Sonderausgabe. Das hier ist das Thema in der heutigen Spezialsendung. Ein schwerer LKW-Unfall auf Höhe der Ausfahrt Schneitach auf der Autobahn Berlin-Nürnberg war der Grund für einen 10 Kilometer langen Stau, der sich gestern im Laufe des Vormittags bildete. Es war kein Ende des Wartens in Sicht. Wir waren dabei. Das HDF-Team berichtet vom Unfall und von den Wartenden im Stau. Hier im Wald, wo ich mich befinde, ist es angenehm kühl, da lässt sich die Hitze natürlich gut aushalten. Ich glaube, ich bleibe noch ein paar Stunden hier. Geschwitzt, das haben wir aber, denke ich, alle am gestrigen Dienstag, denn da waren Werte von bis zu 34 Grad Celsius dabei, hier in der Region und in ganz Deutschland. Besonders heiß wird es da natürlich im Auto und das bekamen die Reisenden auf der A9 Berlin-Nürnberg auch zwischen den Anschlussstellen Flech und Schneidach zu spüren. Da war gestern den ganzen Tag über ein 10 Kilometer langer Stau. Der Grund war ein LKW-Unfall am Dienstag früh um 4 Uhr. Der ereignete sich also auf der Anschlussstelle Schneidach und es staute sich zurück. Bis zu 2 Stunden dauerte es im schlechtesten Fall, bis man durch diese langen Staureihen hindurch kam. Ja, ich war auf der Autobahn unterwegs, habe Bilder gesammelt, weniger vom Unfallort, sondern mehr von den Reisenden, die bei extremer Hitze auf dieser Autobahn feststeckten. Und hier sehen Sie jetzt den Bericht dazu. Am Dienstag ereignete sich in den frühen Morgenstunden zu ca. um 4 Uhr ein schwerer LKW-Unfall auf Höhe der Anschlussstelle Schneidach auf der Autobahn Berlin-Nürnberg. Im Laufe des Vormittags staute es sich bis auf die Anschlussstelle Flech an. Der Stau war im Endeffekt also so ca. 10 Kilometer lang. Wir haben uns am Nachmittag dann auch dazu geschaltet und hier sehen Sie jetzt einen Bericht dazu. Wir haben Stimmen von der Autobahn und haben Bilder vorne und neben der Strecke gemacht. Ja, und diese Meldung hier kam am Dienstagnachmittag im Radio. A9 Berlin Richtung Nürnberg, zwischen Flech und Schneidach hier 8 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Hier sind 2 Fahrstreifen weiterhin gesperrt. Es dauert jetzt schon 2 Stunden länger durch, das meldet die Echtzeitmessung. Einige Autofahrer nutzten den Standstreifen, um etwas abzukürzen. Natürlich fuhren viele von der Autobahn runter und nutzten die Umleitung, die über Hormersdorf und Osternohe verlief. Es kam auf diese Umleitung nur vereinzelt zu kleineren Wartezeiten. Wenig später fahre ich weiter mit meinem Fahrrad an der Autobahn entlang und treffe schließlich bei der Simmelsdorfer Hangbrücke ein, wo ich mich direkt unter die im Stau stehenden mische. Wir machen hier Videos für das Lokalfernsehen. Ah, okay. Wie lange stehen Sie denn schon? Mittlerweile ist es kurz nach 15 Uhr und einige Autofahrer sind immer noch gut drauf, nachdem sie 90 Minuten gestanden sind. Dies zeigt sich im nächsten Gespräch. Das Lokalfernsehen. Ich bin im Fernsehen. Ja, Sie sind im Fernsehen. Wie lange stehen Sie denn schon? Ja, 2 Stunden. Oh weh, aber Sie haben es bald geschafft. Danke. Und weiter geht's mit der Kamera immer direkt an der Fahrbahn entlang. 36 Grad und es wird noch heißer. Etwa 150 Meter weiter ist ein älteres Ehepaar aus Bayreuth auf dem Mittelstreifen mit ihrem PKW liegen geblieben. Die Dame erzählt mir, dass man im Stau das Warten lerne. Erfreut zeigt sie sich außerdem darüber, dass ihr eine wildfremde Frau eine Wasserflasche geschenkt hat. Einige Verkehrsteilnehmer schimpfen lautstark über den PKW, der auf dem Mittelstreifen steht und den Verkehr aufhält. Nach 30 Minuten Warten kann der ADAC aber dem Ehepaar zum Glück helfen. 36 Grad, 36 Grad, 36 Grad und es wird noch heißer. Es folgen jetzt weitere Stimmen von den schwitzenden Reisenden. Ja, das ist gut. Wie lange stehen Sie denn schon?
2 Stunden oder was hier? 2 Stunden, ja. Das ist Simmelsdorf, Hüttenbach. Ah, ja. Müsst ihr auch, kann man das denn irgendwo anschauen? Ja, müsst ihr auf YouTube schauen. Alles klar. Morgen Abend. Um kurz vor 3:30 bahnt sich das THW Lauf einen Weg durch die Autoschlangen und damit verlasse ich fürs Erste die Hangbrücke wieder und mache mich auf zum Unfallort. An dieser Stelle, kurz vor der Ausfahrt Schneitach, hat sich am frühen Morgen ein LKW beladen mit Lebensmitteln quergestellt. Das Führerhaus war mitsamt dem Fahrer hier diese Böschung hinabgestürzt. Der Fahrer liegt noch immer schwer verletzt im Krankenhaus. Die Lebensmittel, die der LKW geladen hatte, sind am Vormittag von der Autobahn gekratzt worden und nun sind einige Helfer des THW und der Autobahnmeisterei damit beschäftigt, hier die Fahrbahn zu flicken. Einige Helfer sind bereits bei enormer Hitze seit 14 Stunden im Einsatz. Hier ist man jetzt um kurz nach 18 Uhr damit beschäftigt, die Autobahntafel wieder aufzuhängen und zu befestigen. Sie hatte bei dem Unfall erheblichen Schaden genommen. Mittlerweile kommen immer mehr Schaulustige zu uns und machen sich ein Bild von dem Unfallort. Nach schweißtreibenden Stunden beenden die Helfer am Abend ihre Arbeit auf der Autobahn. Gegen 20.15 Uhr löst sich dann der Stau endlich auf. Und auch ich fahre wieder Richtung Heimat und damit wieder zurück zu dir in den Wald. Dies war gerade ein Bericht zum gestrigen 10 Kilometer Stau auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Plech und Schneitach. Ja, wirklich Respekt für die Reisenden, die sich teilweise 2 Stunden durch diese extreme Hitze im Schneckentempo gequält haben. Es möchte wirklich niemand hier mit Ihnen tauschen. An dieser Stelle wünscht das gesamte HDF-Team gute Besserung an den 42-jährigen LKW-Fahrer, der seit gestern schwer verletzt im Krankenhaus liegt. Nähere Informationen zu diesem heftigen LKW-Unfall entnehmen Sie bitte den Ausgaben der örtlichen Tageszeitungen von heute. An dieser Stelle verabschiedet sich das HDF-Team zurück in die Sommerpause. Wir melden uns hier zurück am 10. September. Passen Sie bitte auf, wenn Sie grillen oder draußen rauchen in der Natur, denn die Waldbrandgefahr ist relativ hoch in diesen Tagen. Damit sagen wir Tschüss und wie immer gilt HDF direkt, kompakt, im Takt. Servus und bis zum nächsten Mal. Na 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 na